junger Mann auf dem Weg nach oben. Der steirische Modedesigner Lex ist rein optisch zwischen Heino und seinem berühmten deutschen Designerkollegen angesiedelt. Mit letzterem will er allerdings nicht verwechselt werden. Ich bin schon als Lagerfeld-Klon oder so bezeichnet worden. Das finde ich jetzt nicht unbedingt gut, weil ich bin kein Klon, ich bin keine Kopie, ich bin eine eigene Persönlichkeit, ich habe meinen eigenen Stil auch. In den Prunkräumen der Albertina in Wien veranstaltete der 24-Jährige nun ein Fotoshooting. Seine Haute-Couture-Modelle erregten bereits auf der Grazer Opernredoute Aufsehen. Der Unterschied ist natürlich bei solchen Modellkleidern, die also wirklich Unikate sind, wenn man die anfasst, wenn man die wirklich anschaut, die kann man von innen und von außen, also das ist einfach fantastisch. Das ist also wirklich eine Meisterhand, die da einfach dran am Werken war. Ich lasse mich gern von der Historie inspirieren. Mit dieser Kollektion habe ich mir schon auch einen gewissermaßen Traum erfüllt. Da habe ich sehr viele Sachen umgesetzt, die schon lange in meinem Kopf drinnen waren, die raus mussten. Sein Visagist ist gleichzeitig sein Fotograf. Grundsätzlich ist es nicht üblich, dass ein Fotograf jetzt auch ein Visagist sein muss. Aber also ich glaube, es ist ein großer Vorteil, wenn ein Fotograf auch sich mit Gesichtern auskennt und auch weiß, wie ein Make-up zu machen ist. An die 40 Stunden handwerkliche Schneiderkunst stecken in so einem Kleid. Kannst du davon leben? Es geht nicht immer leicht. Heißt halt auch oft durchbeißen. Aber das ist es halt. Aber ich liebe meine Arbeit. Sonst würde ich es mir nicht antun.